Der ist ja richtig stark, dieser Typ da. Nice, den haben wir auch. Der ist auch uns. Der ist auch uns. Ist auch uns. What the fuck, was war das gerade für ein Rush hier? Nice, 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 nice. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Heroes of the Storm aus der großen Aufnahmesession. Und wir haben hier irgendwas Komisches gefunden. Gut, okay. Naja, gehen wir einfach mal nach unten. Dann sind wir immerhin zu zweit, weil, wie ihr wisst, mag ich nicht alleine auf einer Lane zu sein. Ich fürchte mich da, weil es dann so dunkel ist. Nein, auf jeden Fall. Leute, was? What the fuck? Jetzt komm endlich. Wir müssen durch. Wir müssen durchraschen. Nein. Oh, voll vorbeigeschossen. Oh mein Gott, was war das für ein Fail? Ah, das sind hier die Büsche gut. Okay. Ja, als ob die da auf einmal alle gammeln und unbedingt einen Kill wollen. Die gammeln einfach alle da direkt und wollen den Killer abstauben. Eben war da noch keiner, aber auf einmal sind da ein paar Leute im Busch drin gewesen. Ich gehe auch mal in den Busch rein. Kein Bock, die ganze Zeit so überrascht zu werden. Jetzt überrasche ich mal. Ja, als ob die auf einmal hinter mir steht. Die pisst so richtig an. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber ist auf jeden Fall mega stark, weil die macht sich die ganze Zeit unsichtbar. LOL, wir haben First Blood. Double Kill. Nice one, Alter. What the fuck? Wie geil war das denn gerade? Wir haben irgendwie einen so getroffen, dann haben die anderen die gekillt. Und auf einmal haben wir einen Double Kill auf der Botlane gehabt. Nice, nice, nice. Läuft schon mal ein bisschen. Wir haben jetzt schon mal 2-0 gemacht. Und ich war an beiden Kills beteiligt. Nice. Ankunft der Unsterblichen. So. Zack. Schön nochmal weggeschleudert. Und jetzt nochmal ein bisschen farmen hier. So, du gehst jetzt mal weg. Die stresst wirklich richtig hart. Die heißt Nova. Die ist so schlimm. Die sehe ich aber in jedem Game. Weil die halt so richtig stark ist. Also ich glaube, von ihren normalen Fähigkeiten ist sie nicht so stark. Aber der Überraschungsmoment macht halt schon ziemlich viel aus. Weil darauf ist im Echtheit gefasst. Die kann überall rumlaufen, ist unsichtbar. Und dann auf einmal taucht sie hinter dir auf. Und dann kannst du, glaube ich, sogar noch ein Doppelbild, also dass sie zweimal da ist, machen. Also sie ist echt sehr stark. Aber natürlich sind alle ein bisschen auf irgendeiner Weise stark. Der eine macht mehr Schaden, der andere hat bessere Fähigkeiten. Und ja, also an sich ist es trotzdem ausgeglichen, aber diesen Charakter sehe ich halt wirklich in jedem Game. Genauso wie Rainer, den ich auch spiele, also den ich gerade spiele halt. Den sieht man auch voll oft. So, komm. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen zu pushen. Wobei das ziemlich schwer ist, weil ich nur diese paar Minions habe und die einfach nur scheiße sind. Dann sollte ich denen vielleicht mal helfen. Aufsitzen, komm und los geht's. Ja, die Raiders rocken. Ach, schon wieder vorbei. Oh, und schon wieder werde ich... Nein, oh, warum? Oh Mann, der betäubt mich halt richtig hart. Das ist... Also betäuben ist übelst stark. Man kann aber nichts mehr machen. Komm, jetzt greif mal an. Der Typ soll mal angreifen hier. Soll nicht nur dumm rumstehen und ich glaube irgendwie die Sounds sind wieder viel zu laut. Ich wollte einfach ein bisschen Sounds haben und dann machst du natürlich wieder direkt zu laut. Aber die sind noch irgendwie voll laut, die Sounds. Ich habe die auf 1% stehen und trotzdem sind die noch lauter als alles andere. War jetzt gerade nicht so gut gelaufen, aber 2-1 ist immer noch sehr gut. So, und jetzt müssen wir dem helfen und den hier hinten killen. Schnell weg hier. Zack, so. Nein, jetzt werden sie alle zerfickt.
Da kann man nichts mehr machen. Weg hier. Aber wir haben immerhin diesen komischen Dämon da geholt. Oh nein! Wie der auch richtig anpisst. Dieser Löwe. Ich muss schnell zurück und was trinken. Ich habe ihn ja schon aufgesucht. Gerade währenddessen ich zurücklaufe, sucht einen Heilbrunnen auf. Alles klar. Habe ich ja nicht gerade gemacht. Oh, ich treffe der Kuh im Moment gar nichts mehr. Das ist... Nice, den haben wir. Zack, der ist weggeschleudert. Den da bekommen wir auch noch. Den haben wir auch noch bekommen. Aber ich bin hier... Boah, ich bin richtig hart geblockt worden. Ja, ich wurde hier halt festgehalten und dann hat mich der Tower hier richtig hart zerfickt. Da hatte ich keine Schnitte gegen. Beinschuss, ganz normal hier. Wir haben jetzt 4-2. Insgesamt steht es 8-10. Am Anfang dachte ich schon richtig gut runter, aber es kann auch alles draus werden, natürlich. Aber so ein First Blood motiviert natürlich schon ein bisschen. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, wieder zurückgeschlagen. 10-10, ja. Jetzt sind wir wieder ausgeglichen. So, wir sind hier jetzt auch zu fünft. Ich will nicht den Angriff. Ich habe nicht viel Leben, also da muss der Muradin, der muss hier ein bisschen tanken, aber es können ja... So, der Angriff ist fast down von dem Turm. Der Angriff ist down von dem Turm, nice. Ich kann gerade nicht meine Kuh machen. Alter, wie wir immer low sind. Und dann kommen die Gegner. Hab Lauf weg. So, den habe ich jetzt aber auch mal low gezogen. Zack, immer schön wegschießen. So, komm weg mit dir. Nein, 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 nein. Wow, dieses Bewegungsunfähig ist so lang. Ohne Witz, das ist so behindert, wie lang das einfach ist. Komm jetzt her, ich will dich jetzt bekommen. Nice, den haben wir, den haben wir. Er hat zwar noch den Tower, glaube ich, mitgenommen. Oder es waren vielleicht auch die Minions. Aber ich muss hier auf jeden Fall weg, ich muss hier weg. Und... Reicht's noch? Wird knapp und reicht. Nice. Das Coole ist halt, wenn man sich backport, kann man direkt wieder eigentlich loslaufen, weil man bekommt ja direkt 500 Leben und 150 Mana direkt. Und was ich bei Heroes of the Storm noch nie hatte, sind Mana-Probleme. Muss man wirklich sagen, also. Obwohl man sich keine Items kaufen kann. Jetzt lauf weg. Lauf weg. Ich kann leider nicht viel machen. Ja, jetzt bist du halt down. Konnte ich jetzt nicht viel machen. Tut mir zwar leid, aber... Was... Ich war halt selber schon Half-Life. Ich wäre auch getötet worden. So, gehen wir einfach oben rum jetzt. Habe ich schon... Ja, ich habe schon einen Zaubervampir oder so, wie das heißt, hier in diesem Spiel. Hier was. Vampirangriff heißt es in dem Spiel. Ja gut. Zack. Talent. Die waren auch ganz gut, muss ich sagen. Aber für mehrere zu holen, brauche ich einfach meinen Hyperion. Da kann man halt einfach Flächenschaden machen. Und ich muss irgendwie da rein jetzt. Da rein. Ja, als ob der mich so weit wegschießt. Lol, der wird immer noch getroffen. Och Mann, jetzt betäubt der mich. Aber den müssen wir nochmal bekommen. Komm jetzt. Ja, nice, den haben wir bekommen. So, den hier auch noch, komm. Den schaffen wir auch noch. Sieht gut aus, aber der hat jetzt irgendwie so eine... Wurde irgendwie schneller. So, er ist weg. Nice, schon wieder ein Kill.
von Telco getötet. Also es gibt doch so eine kleine Benachrichtigung, dass man selber das getötet hat. Alter, nice. Läuft gerade besser. Wir haben zwar trotzdem nur 16-15, aber trotzdem. So, gut. Ich glaube aber, der tankt gut. Ja, dann können wir einfach die Türme angreifen. So, dass sie beide keinen Angriff mehr haben und dann direkt durchrushen. Alter, wie viel Schaden macht der denn bitteschön? Der ist ja richtig stark, dieser Typ da. Nice, den haben wir auch. Der ist auch uns. Der ist auch uns. Ist auch uns. What the fuck? Was war das gerade für ein Rush hier? Nice, 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 nice. Schnell die W aktivieren. Ich kann jetzt nicht. Nice, den haben wir schon wieder. Habe ich auch gekillt. Läuft gerade echt richtig gut. So, zwei Munition sind immer gut. So, Hyperion aktivieren. Ach schade, jetzt ist er tot. Wir haben damit zwei Türme durchgerusht. Also er hat es schon richtig stark gebracht. So, jetzt können wir hier durchlaufen. So, der ist auch uns. What the fuck? Wie gehen wir gerade ab, bitteschön? Wir gehen gerade richtig ab. 21, 16, 5 Kills haben wir über den, Alter. What the fuck? Die haben wir gerade richtig gezogen. Die haben sowas von keinen Schnitte gerade gegen uns. Nein! Ah, doch, haben wir bekommen. Ich habe nicht den Last Hit gemacht, aber ich... Zack. Nice, schon wieder. Von Floki gekillt. Boah, nice. Jetzt, also, das war jetzt richtig, wirklich eine richtig starke Aktion hier von meinem Team. Muss ich es wirklich mal loben. Das letzte Team, die Teams waren ja nicht so gut. Zack, wieder ein bisschen weggehen. Boah, Alter, das Game macht gerade richtig Spaß. Und wir sind erst bei 11 Minuten. Es kommt mir so vor, wie wenn ich schon eine halbe Stunde spielen würde. So. Zack. Erstmal wegschießen. Nein, 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 das war der falsche, den ich weggeschossen habe. Oh, Leute, sie lassen mich. Sie lassen mich in Ruhe. Schnell. Schnell wegporten. Sind zwar zwei gestorben, aber wir porten uns lieber back, weil da ist niemand mehr. Oh, das war echt, das war eben gerade richtig gut. 23-18 steht jetzt. Und ich bin an 16 Kills beteiligt und unser Team echt, die Stats sind gerade genial. Besser gehen die Stats gar nicht. Jetzt gehen wir wieder auf die Botlane. Und zerficken jetzt noch das Rest vom Team. Es fehlt ja nur noch ein Turm und dann die Zitadelle. Möchte den Unsterblichen angreifen. Ja, können wir machen. Der war so stark, also. Dann helfen wir dem mal. Erst muss ich... Nein, vorbeigeschossen. Ach Gott. Aber man kann es ja mal random treffen. Ach, da ist sie hinter mir. Es war so klar, dass sie hinter mir ist. Nein, ich bin betäubt. Ich habe sie gekillt. Ich habe sie gekillt noch. Immerhin habe ich sie noch mit in den Tod gerissen. Ist nice auf jeden Fall. Oh, wir können ein neues... Was können wir machen? Naja, ich will das ins Schwarze, ist eigentlich saugut, weil da, wenn ich dann wirklich den Champion direkt treffe, dann kann ich ihn einfach direkt one-hitten. Also dann kann ich ihn betäuben und dann mit der zweifach aufladen kann ich ihn natürlich auch noch comboen. Yo, nice, der hat 24.000 Leben. Und der macht bestimmt auch, was weiß ich, 500 Schaden oder so, so kommt es einem vor. So, ich kann jetzt wieder rein auf die Botlane. Nee, ich gehe lieber auf die Botlane, glaube ich. Den schaffst du. Und der Unsterbliche geht jetzt da oben hin, gut. Aber wir sollten dem... Nice, ich habe ihn betäubt. Jo, jetzt sind da auf einmal ganz viele.
So, zack. So, hab ihn betäubt. Nice, den können wir jetzt holen. Nein, das ist viel zu langsam, Hyperion. Naja, aber da kannst du auch ein bisschen farmen für mich. Das ist auf jeden Fall auch nice, wenn man so eine richtig große Minion-Wave hat. Kann man auch richtig gut farmen damit. Wobei natürlich dafür eine Ulti ziemlich Verschwendung wäre. So, sind noch zwei tot von Gegnern. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Zitadelle hier... diesen kleinen Turm da noch zerstören. Zack, zack, zack. Festung zerstört. Nice, läuft echt gerade wirklich gut. Wir haben eigentlich schon alle Türme zerstört und die Gegner haben bei uns erst die erste... Nee, die haben bei uns gar kein... Leute, ich glaube, die haben bei uns keinen einzigen Turm zerstört. So, zack, zack. Nice, wir sind schon am Nexus dran. Und dieser Unsterbliche greift auch mit an. Nein! Ach, die... War nicht die richtige. Das war nicht die richtige. Nice, wir haben gewonnen. Easy Game. Nice one. Das gibt auf jeden Fall ein fettes GG. Boah, das war richtig geil. Also das Game, das hat wirklich mal Spaß gemacht. Weil man hat einfach so viel Kombos reingehauen, man hat so viel Kills gemacht und so. Das Game hat wirklich Spaß gemacht und dann würde ich sagen, war das auch ein geiles Game. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.